Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum mit mir, dem Casillo, immer noch hier bei dem kaputten Fahrstuhl hier, der sitzt hier so rum. Wir sprechen mal mit Henry Smith. Ich glaube, das war Joker. Ne. Wer noch? Ich hab's Ihnen gesagt, er ist ein Monster, Sie sollten ihn grillen. Beruhige dich, ich halte ihn auf. Tun wir das nicht immer. Oh, falscher Knopf. Ich muss den anderen drücken. Wenn die denken, das hält Batman auf, dann haben sie sich aber mal ganz doll geschnitten. So, wir hangeln uns hier mal lang. Wo müssen wir denn hin? Ach, hier. Und hops. Hey, Bats! Ich weiß, du kannst mich hören. Ich hab hier was du dir anhören solltest. Ja. Harley und Frank sind mit dem Altmann schon fast aus dem Gebäude raus. Wollen sie an all den Wachen vorbeikommen? Hören wir mal zu. Hey Frank, wo warst du? Es kommt noch mehr von Jokers Männern her. Sie sind auf dem Weg zum Anschalteingang. Wir müssen verhindern, dass sie reinkommen. Schnell! Dann kommt schon nicht in den Haupteingang! Wie viele sind es, Bo? Und zum Teufel, weißt du was? Bo, Frank, was machst du da? Nein, leg das hin! Frank, was zum Teufel? Finn, es ist sicher. Bewegen Sie Ihren Arsch hier rüber. Ich komme schon nicht rein, okay. Es kommen jede Minute noch mehr Wachen vorbei. Lass sie nicht entkommen. Keine Angst, Süßer. Du weißt, ich habe nur Augen für dich. Hast du das gehört, Bats? Sieht aus, als ob das mit Frankie gut läuft. Ein weiteres wertvolles Mitglied für die Organisation. Na dann. Frage ist, ob er auch lange bei dir in der Organisation bleibt. Warnung. Multiple Sicherheitslücken auf Ebene A4. Aha. Mal kurz gucken, wo muss ich denn lang? Muss ich hier lang oder muss ich da lang? Achso, das wäre. Haha, das wäre völlig egal gewesen. Ich komme sowieso hier raus. Warnung. Wir ziehen uns einfach. Die Behandlung von Arkham wurde wegen eines Unfalls abgeriegelt. So. Mal schauen. Schmeißen wir doch mal. Ach, guck mal, da sind. Fünf, was? Einer, ja, der liegt auf dem Boden, das sind fünf Leute, alles klar. Oh, Moment. Nein, falsch. So. Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Durch meine Handlungen habe ich diese verfluchte Stadt gerettet. Aber mein Fluch ist es, für immer verborgen zu bleiben. Meine Geschichte ist in die Seele Arkhams geschnitzt und wird nur denen enthüllt, die begierig genug sind, sie zu entdecken. Alles klar. Oh. Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Ja, ist ja gut. Durch meine Handlungen habe ich diese verfluchte Stadt gerettet. Only aber kill. Mein Fluch ist es, für immer verborgen zu bleiben. Halt doch mal die Fresse. Meine Geschichte ist in die Seele Arkhams geschnitzt und wird nur denen enthüllt, die begierig... Anhalten. Wo jetzt hier? Only kill. Das ist doch Barbara Gordon, die Tochter von Commissioner Gordon. Und das war mal Batgirl, bis sie... bei einem Unfall querschnittsgelähmt wurde und seitdem sitzt sie im Rollstuhl. Hier gibt es ein paar Gegner. Naja, nicht nur Gegner, einfach Charaktere aus dem Batman-Universum. Da werden wir später mal, glaube ich, einen Blick drauf werfen. Die Wachen haben nicht gerade alles gegeben. Joker hatte recht. Na, komm mal her, Burschen. Dem haben wir es gezeigt. Ich würde die gern Chance. Irgendwie... Dieser Wächter hat aber das geht nicht, geheim. Er ist hier! Ne. Wie habt ihr das erkannt? Dass ich hier bin, das ist ja... Weg. Er schlägt hier ein Mädchen und trotzdem liegen die auf dem Boden. Das ist ziemlich peinlich. Ja. Und du bist der Letzte. Auch du weg. Batman, ja. Wie läuft's? Hast du eine Spur von Dad? Noch nicht, aber ich nähere mich der Sache. Harley Quinn wollte mich aufhalten. Sie hat versucht, mich unter einem Fahrstuhl zu begraben. Hat's geklappt? Nein. Aha. Ich melde mich wieder, wenn ich die Spur zu Ende verfolgt habe.
Das ist nur eine dumme Frage. Hat's geklappt? Sonst würden wir ja kaum mit dir jetzt hier telefonieren. Verstehst du? Frauen. Also manchmal. Nee. Nee. Manchmal verstehe ich sie einfach nicht. So. Bitte. Bitte. Oh, jetzt haben die auch noch Waffen. Na, das ist ja wunderbar. Das sollte uns allerdings nicht weiter. Jeder, der hier lang kommt, ist tot, verstanden? Oracle, Jokers Männer haben die Kontrolle über den Transferkorridor des Zellenblocks übernommen. Das ist nicht gut. Ich habe mich in das Funkgerät eines Wärters eingeklinkt. Hört sich an, als hätten Jokers Männer jetzt Waffen. Ich weiß. Ich stelle den Maskensichtmodus so ein, dass er bewaffnete Gefolgsleute erkennt. Der direkte Weg ist Selbstmord. Ich muss schlau sein und einen anderen Weg vorbeifinden. Also ich muss sagen, Batman hat extrem coole Gadgets, die er zum Batman-Sein benutzt. So, antippen, um lautlos zu fallen. Na dann. Ah, bleib doch mal gedruckt. Bleib doch mal gedruckt, so. Jetzt werde ich euch alle lautlos ausschalten, meine Freunde. Ihr werdet es nicht mitbekommen. Komisch auch, dass er das nicht irgendwie so im Augenwinkel sehen kann, aber das ist mir eigentlich auch relativ wurscht. Damit seid ihr alle weg. Bleibt nur noch einer da hinten irgendwo. Ach, da oben, guck mal. Kein Problem, Boss. Die Jungs sind gerade fertig. Die Arkham-Idioten hatten nie eine Chance. Gut! Unser freundlicher Schädling ist auf dem Weg! Du musst eine Falle aufstellen. Er darf das Gebäude nicht verlassen. Verstehst du mich? Ja, Boss. Die Fledermaus ist so gut wie tot. Ich hoffe, du hältst deine Versprechen, Junge. Ich würde sehr ungern deine Familie bestrafen, nur um dir eine Lektion zu erteilen. Ich kann dir versprechen, sie wären nicht sehr erfreut. Aber Joker! Mach's einfach und hab Spaß dabei. Ich hab ihn jedenfalls. Ich hab ihn jedenfalls. Sieh nur, wer das ist, ne? Brennen deine spitzen Ohren jetzt? Na, noch nicht ganz. Ich glaube, ich sollte lieber meine Jungs warnen, dass du unterwegs bist. Oder vielleicht doch nicht. Ist doch eine nette Überraschung. Oh Mann, der Joker, der hat schon echt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Gibt ja auch verschiedene, Hier ist Joker mit einem schnellen Update darüber, was es so Neues in der Anstalt gibt. Hintergrundgeschichten, warum Joker so ist, wie er ist. Verrückt! Stoppt ihn, bevor er jemanden verletzt! Es ist nur zu seinem Fest. Entweder ist er in Säure gefallen oder ich weiß. Also warum er psychisch so ist, da gibt es eigentlich keinen echten Grund für. Also ihn hätte ich eigentlich mal so töten können. Also lautlos ausschalten. Baby, die Süßigkeiten. Batman ist so gut wie tot. Oh, so. Du gehst mal weg. Ihr werdet gleich alle Panik haben. Wenn ihr den da seht. Oh, ich will mich da hochziehen. Okay, wo sind denn hier die ganzen Gegner? Da ist einer, da nicht. Da ist noch einer. Oh, machen wir hier den Gleittritt. Ah. Und weg. Hier machen wir auch mal den Gleittritt. Und tschüss, mein Freund. So. Ach verdammt, das habe ich bei ihm gerade vergessen, siehst du? So. Los Jungs, er ist ein Mensch. Und tschüssi. Bis an die Zähne bewaffnet ist. Dachtest du, das wird so leicht, ne? Alles klar. Ich habe noch ein paar von meinen Jungs zu dir geschickt. Ach, da kommen noch welche, ja. Kommen noch ein paar, meinst du? Joker will, dass er gefunden wird. Schwärmt aus. Er könnte überall sein. Dann haltet die Augen offen. Und jetzt los! Na dann, kommt mal her, meine Freunde. Hab ich euch nie was darüber erzählt, wie ich mit Batman oben auf der Bibliothek von Gotham gekämpft habe? Wirklich, er ist gar nicht so schlimm. Er ist ein Nichts, wahrscheinlich nicht mal ein Mann.
Gib mir das Tomat. Arlene Quinzer, nenn mich Harvey, jeder macht das. Ich bin überrascht, dass du in Arkham arbeiten willst. Ich fand extreme Persönlichkeiten schon immer interessant. Man kann nicht abstreiten, dass diese Supergangster einen Glamour-Faktor besitzen. Ich warne dich. Das sind Hardcore-Psychos. Die meisten killen dich lieber, als mit dir zu reden. Ich bin sicher, ich komme klar, Doktor. Die verspeisen dich zum Frühstück. Wirklich. Ein paar von denen gefällt das auch noch. Sei vorsichtig. Ja, ja, Harley Quinn. So, ich geh mal kurz hier rein. Ich weiß gar nicht, kommt einer von denen her? So, da ist auf jeden Fall gerade einer an mir vorbeigehuscht. Wo ist der hin? Weg. Oh, nee, Mann, falscher Knopf. Ich möchte den drücken. So, verbessert während einer Kombo die Battering mit dessen blablabla. Wir machen mal den Kombo-Wurf, ob ich ihn jemals einsetze, ist eine andere Geschichte, aber wir machen den jetzt einfach mal. Tja, jetzt ist natürlich blöd hier. Ich weiß nämlich nicht. Okay, der ist da unten. Mal kurz aus, damit ich ihn richtig sehe. Okay, der verpisst keine sich Sorge, auch. Jungs. Ihr könnt es schaffen. Oh, er kommt wieder zurück. Keine Chance. Ah, komm mal wieder hier rein, mein Freund. Du brauchst nicht so blöd gucken, jetzt komm rein. Ja, hast du super gemacht. Du bist ein richtiger FBI-Agent. Na komm. Ich finde dich. Hast du gehört? Ja, dann beweg dich doch mal. Dann ich will dich finden. Ich weiß ja eh, wo du bist, aber du sollst zu mir kommen. Aber jetzt komm doch mal darüber direkt. Warum geht das eigentlich jetzt nicht? Hat er... Doch, das müsste er eigentlich schon können. Warum ist das nicht... Warum hat das nicht funktioniert? Egal, ich mache mir das mal auf, dann gehe ich jetzt raus. Hat mir jetzt zu blöd, die ganze Zeit da rumzustehen. Oh Gott. Diesmal kriege ich dich. Oh, fuck. Woher wusste denn er, dass ich da bin? Ah, das finde ich jetzt aber nicht so toll. So, schnell raus hier. Schnell hochziehen. Ah. Natürlich blöd, sind die alle natürlich auf einem verkackten Haufen. So, Moment. Das Knäuel wird sich bald lösen. Ach, scheiße, ich hätte für was anderes das mal ausgeben sollen, egal. Er ist ein Nichts. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er existiert. Ich meine, ich habe in meinem Leben viele Leute in Kostümen gesehen. Aber wer weiß, sogar einer von euch könnte Batman sein. Einer von euch könnte Batman sein. Also beim nächsten Upgrade muss ich auf jeden Fall... Jetzt kann ich ja keinen Gleittritt mehr machen. Wo ist der? Das Kopfüber ausschalten. Freischalten. Ah, das ist nämlich ganz cool. Lass mich mal hier einen Gleittritt machen. Warum geht das nicht? So. Das ist schon Arschen, das ging. Hier. Nein. Okay, wie ein Spasti hat er sich kurz mal am Kopf gekratzt, so ich mache mal schnell. Knockout. Keiner hat es mitbekommen. Wo ist der andere hin? Der andere, der ist da. Sieht der mich? Der ist in dem Raum drin. Ja, er könnte mich rein theoretisch. Ich muss von hier kurz gucken. In allen Ecken nachsehen. Er ist raffiniert. Er könnte überall auftauchen. Und wenn er es tut, blast ihm den Kopf weg. Okay, Moment. Ah, der ist da. Okay, der will mich hier auf jeden Fall sehen. Der ist hier oben. Wo ist er denn? Kommt der hier runter oder nicht? Ja, er kommt hier runter. Oh, Batman, jetzt musst du doch mal hin. Los, schnell, schnell, schnell. Wir haben nicht so viel Leben. Oh, weg mit dir. Der andere kommt jetzt nämlich auch her. Da hinten ist er schon. Oh, kein Problem. Warte mal, dann machen wir mal so. Mann am Boden, da liegt einer! Nee. Ihr seid der richtig clevere Kerlchen. Ich gebe euch verrückten was, wovor ihr Angst haben könnt. Stoppt ihn oder ich werde nicht gerade glücklich sein.
So, jetzt gehen wir irgendwo anders hin. Was stellst du denn jetzt da so eine Ecke, oder? Lass mich, bitte! Nö. Das kannst du knicken, mein Freund. Da bist du. K.O. So, weiter geht's. Hier endet, glaube ich, die Spur. Sie waren wie eine Familie hier. Also. Ich glaube, ich muss weinen. Ich würde mal behaupten. Bowles Mitarbeiterschaft ist beendet. Joker muss herausgefunden haben, wie ich Gordon aufspüren konnte. Officer Bowles Spur endet hier. Tja. Das ist scheiße. Beziehungsweise für uns ja nicht. Ja, hau mal rein. Gut, aber sei vorsichtig. Okay. Schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Porträt. Okay. Du hast es also geschafft? Gut gemacht. Ich hätte erwartet, dass ein Kind das lösen kann. Ja, ja, schon klar. Den größten Detektiv der Welt mal abgesehen. Okay. Intensivbehandlung, das gibt's hier alles. Hier gibt's auch noch zwei von... Ach, die gehören dazu? Okay. Ich weiß, wo noch eins ist. Das andere, keine Ahnung. Du weißt nichts über Gotham, Jack. Stell dich beim Herausfinden auf was ein. Stell dich beim Herausfinden auf was ein. Naja, ich versuche zu finden, was geht. Hey, Batman! Aber wie gesagt, nicht alles. Alles werde ich wahrscheinlich sowieso nicht finden. Außer man sucht speziell danach. Es war danach. Ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. Zwei meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. War Bowles allein? Ich dachte ja, aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate-Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, hab die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Bowles ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Gut, er war Abschaum. Ja, das kann man sagen. Jetzt geh doch mal weg da. Ich möchte hier vorbei. Es tut mir leid, Kumpel. Okay, er bleibt ja eh hier und wir begeben uns jetzt raus aus der Intensivbehandlung und sind jetzt hier. Du weißt nichts über Gotham, Jack. Tja, da bin ich auch ein bisschen überfragt. Das Rätsel. Achso, Moment, das kommt glaube ich erst noch, ne? Wir gehen ja noch ein bisschen weiter. Hier gibt's ja noch Radio. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Hier ist Jack Ryder mit neuesten Nachrichten aus der Gotham Bay. Wir erhalten Berichte über eine bewaffnete Belagerung auf Arkham Island. Vor 2 Minuten hat Joker allen Sendern diese furchteinflößende Nachricht geschickt. Schönen Gruß, Gotham. Das ist die Stimme eures neuen Herrn. Oh, wartet. Ich hab was ausgelassen. Hier ist Joker. Arkham Island steht unter meiner Kontrolle und ist für euch Sperrgebiet. Wenn hier irgendwelche Gesetzeshüter, Wachen oder Gutmenschen in Strumpfhosen auftauchen, lasse ich in ganz Gotham Bomben explodieren. Wo wird es sein? In einem Kindergarten? In einem Krankenhaus? In einer Milliardärsvilla? Alles ist möglich. Der Zugang zur Insel ist beschränkt worden. Der Luftraum ist abgeriegelt und erste Berichte legen nahe, dass Batman selbst auf der Insel gefangen ist. Wir sind gleich wieder da und berichten live über alle Entwicklungen. Zurück ins Studio.
Danke, Jack. Und mehr darüber in Kürze. Als ob Batman gefangen werden könnte. Ich meine, der kann doch locker von der Insel wieder fliehen. Er hat ja das ein oder andere Accessoire, sage ich mal, das ein bisschen größer ist. Ein Batarang oder, nee, Batarang, den Batwing. Damit könnte er locker von der Insel fliegen. Aber er bleibt hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge von Let's Play Batman Arkham Asylum. Und bis dahin, haut rein, Leute!